ihr zwei gegeneinander boxen, würdest du prinzipiell das machen wollen? Hallo Leute, willkommen bei Michael Smolik. Schön, dass ihr mit am Start seid. Wir sind hier in der Rudolf Weber Arena. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Mein Kampf wurde leider abgesagt. Mein Gegner hat Corona. Was die genauen Gründe sind, was ich dazu zu sagen habe, meine Gefühle, Emotionen dazu in meinem Statement-Video ist unten in der Infobox verlinkt. Zieht es euch rein, falls ihr es nicht gesehen habt. Ansonsten dachte ich, ich nehme euch einfach mal mit hier auf die Veranstaltung. Wir gehen mal ein bisschen durch, treffen ein paar Leute, sprechen ein paar Leute an. Und ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten, deswegen let's go. Das ist der Osama, der ist bei mir mit im Team, der wird jetzt gleich kämpfen. Ich bin bei ihm mit in der Ecke als Unterstützung, aber mein Trainer, der Dennis, übernimmt eigentlich das ganze Ruder. Und trotzdem werden wir dann hautnah am Ring sein, ich nehme euch natürlich mit. Ich kann mich gerade so reinversetzen, was er gerade fühlt. In der Situation wäre ich auch gerne, aber sollte heute leider nicht sein. So Leute, wie angekündigt, der Osama kämpft jetzt gleich, deswegen habe ich einen Teamshot angezogen. Und wir werden ihn jetzt gleich begleiten zum Cage und ich werde in der Ecke mit sein. Danach werde ich ein Interview geben, warum das Ganze heute abgesagt worden ist. Und treffe mich eventuell, ich weiß nicht, ob es klappt, mit Ringlife im Cage und wir besprechen einen möglichen Fight. Ich bin jetzt mit Absicht rausgegangen, weil der ist gerade in der Konzentrationsphase und da ist man wirklich auf Top-Level und da will man halt auch niemanden stören, deswegen müssen wir auch ganz leise sein. Und ja, so viel dazu, let's go. Sick of being a fucking victim of the system. Your bells and whistles got me feeling different. The shells from pistols killing off these children. Stacking bodies from the floor to ceiling. Ain't get to see that there was more to living. You hit your knees and ask the Lord's forgiveness. But it's too late, your homies two-faced. They ate off two plates and smiled in you face. While you threw gang signs, they threw you doomsday. Festige die Position und jetzt langsam anfangen zu pumpen nochmal. Jawohl, und der linke, genau, der ist Osama. Und eins, yeah, gut so. Und nochmal so ein Ding. Druck mit der Schulter, Druck rein, Osama. Druck in die Schulter, sehr gut so. Flach, flach, flach. Beliebt in die Choke, 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 Choke. Schön, hochkreuz und pounde. Pounde. Noch 10 Sekunden, 10 noch, Osama. Yeah. Sehr gut. Yeah. Jawohl, gut so. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Ellbögen noch, ein paar gute Ellbögen noch, Osama. Ja, sehr gut. Noch 5. Jawohl, gib ihm noch Hände frei. Das ist gut. Der 6. Sieg im 9. Kampf. Die rote Ecke. Osama. Tut das dann noch mehr weh, wenn man so viel investiert hat, wie du bist auch ein großer Kerl, musst viel Gewicht machen? Wie sehr zieht einen das runter? Tut schon sehr weh. Also ich sag mal so, in dem Moment ist man erstmal 7 Kilo entschlagen, aber hey, es geht weiter, ich bin heiß und ich habe auch natürlich, ich bin gerade mega fit, ich habe gestern auch abends Fasten gemacht, habe gedacht, okay, Simone 3.0 ist da, also ich habe mich wirklich top gefühlt. Und dann hat auch gesagt, Bruder, im Wake-up fühlst du dich wirklich sehr, sehr schwach, aber mach jetzt Patzen, glaub mir, du wirst wie eine Maschine sein. Wir haben gestern Abend halt noch Patzen gemacht und es war wirklich sehr, sehr stark, ich habe mich sehr gut gefühlt und ja, umso enttäuschender ist es, aber es geht weiter, es muss weitergehen und deswegen, ja, immer gut voraus. Ich würde gerne noch den Mann in den Cage zu dir holen, der dich manchmal ein bisschen kritisiert hat in den sozialen Medien, aber das ist ja nicht ungewöhnlich, wenn man 800.000 YouTube-Follower hat, wie in deinem Fall. Edmund von Ringlife, würdest du bitte zurückkommen? Wir wissen, du bist ein versierter Boxer, das kann man auf YouTube immer sehen und Michael hat ja jetzt nichts zu tun. Ich meine, ich sag ja nur, ihr zwei gegeneinander boxen, würdest du prinzipiell das machen wollen? Prinzipiell, er hat schon mal so eine Story gepostet, ob ich gegen ihn kämpfen würde, ich habe gesagt, auf jeden Fall. Er hat gerade gesagt, er könnte morgen kämpfen, weil er ist fit, also das können wir auf jeden Fall nicht machen, weil ich bin nicht fit. Die letzten 3 Jahre waren bei mir nichts anderes als YouTube, also ich habe ja seit 3 Jahren nicht mehr gekämpft. Man muss realistisch bleiben, Michi ist ein großer sportlicher Typ, also ohne Vorbereitung will ich nicht mit ihm in den Ring steigen, weil man weiß, im Ring musst du fit sein, um abliefern zu können. Aber wann, wie, wo, das müssen wir noch klären, gib mir genug Zeit. Wärst du dabei? Ja, safe. Also die Story damals war tatsächlich ein bisschen Spaß mit dem Marcel damals,
aber aus diesem Spaß wurde dann mehr Herz. Also man kennt Social Media, die Leute kommen, ich kenne den Edmund, Und ja, why not? So, Freunde, eben noch im Cage und jetzt schon wieder in der Kabine. Osama, der glückliche Sieger. Ich habe ja zusammen mit ihm die Vorbereitung gemacht. Wir haben beide gelitten und ich freue mich sehr für ihn, dass du gewonnen hast. Das hast du sehr stark gemacht. Vielen Dank, Micha. Also, Micha war in den letzten Wochen mein Leidensgenosse und ich glaube, keiner fühlt so stark mit, wie ich mich im Käfig gefühlt habe, wie der Micha, weil der Micha hat genau das Gleiche durchgemacht. Ja, es war stressig. Es war anstrengend. Wir sind am Verzweifeln gewesen. Wir haben nach dem Training gesagt, Micha, kein Bock. Wir haben die Tage gezählt. Jeden Tag habe ich zu Micha gesagt, ey Micha, noch zwei Tage. Micha, noch einen Tag. Deshalb, ich gewinne heute mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weil ich wäre nach diesem Kampf direkt rausgekommen, wäre jetzt gerade hier und hätte mit dem Micha warm gemacht bzw. unterstützt beim Warmmachen. Ja. Deshalb hoffe ich, dass ich wenigstens mit meinem Sieg etwas holen konnte für uns beide. Auf jeden Fall. Also ich habe mich sehr gefreut, aber weniger von mir, mehr von dir. Sehr, sehr geiler Kampf. Man kennt dich auf dem Boden, du hast sehr dominiert. Ich fand dich sehr, sehr stark und so wie ich dich kenne vom Training. Was geht, mein Bruder? An meiner Seite der Champion, muss ich schon fast sagen, Sinan. Bruder, Universum-Champ, wenn ich bitten darf. Wie fühlst du dich nach dem Kampf? Ja, ich fühle mich sehr gut, Bruder. Ich küsse dein Herz. Das war schon ein krasses Gefühl, Alter. Und ich freue mich riesig, das Ding gemacht zu haben. Gute Leistung. Also wir haben ja sowieso gesagt, dass wir noch ein, zwei Videos drehen werden jetzt im Nachhinein. Wenn ihr Bock drauf habt, kommentiert es gerne in die Kommentare. Wie sieht es aus, boxerisch? Willst du weiter noch was machen? Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hab Blut geleckt, sagen wir mal so. Mal gucken, wie weit ich da komme. Also ich will jetzt nicht behaupten, ich will Profi werden. Aber zwei, drei Kämpfe kann man noch machen. Geil. Was sagst du zu der Veranstaltung und dazu, dass heute mein Gegner abgesagt hat? Scheiße, oder? Also ich bin heute hier bei GMC und ich bin natürlich hier wegen Abu Khudaifa und wegen Smolik. Mich hat das richtig abgefuckt, als ich gehört habe, Smoliks Gegner hat abgesagt, weil einen Tag vorher war der Typ noch topfit irgendwie, waren ja alle dabei im Wiegen und so. Und heute hieß es dann Corona. Wenn es natürlich so ist, dann wünschen wir ihnen natürlich gute Besserung, wir sind faire Sportleute. Nur die Kommunikation hätte man viel besser machen können, weil er hat ja irgendwie gesagt, am Mittwoch war schon seine Freundin erkrankt. Genau, ja. Hätte er zwei, drei Tage wenigstens vorher Bescheid gegeben, hätten wir einen Ersatzgegner für Smolik gefunden. Und das Problem ist, wenn man eine krasse Vorbereitung als Kampfsportler hat, dann ist man in so einem Film. So, und dann will man kämpfen an den Tag. Und wenn da kein Gegner ist, Digga, das ist wie wenn du bummst, Alter, und nicht kommst, Digga. Und gehst und musst nach Hause gehen, weißt du, ich meine. Okay, das war das abschließende Wort, denke ich mal, zu diesem. Danke Sie. Aber Smolik ist Champion. Ich liebe Smolik, er ist ein guter Bruder. Und wir werden auf jeden Fall noch zwei, drei geile Videos für euch machen. Yes. Ich hoffe, dann bin ich noch fitter. Und ja, ich freue mich riesig, mein Bruder. Danke dir. So Leute, das war die ganze Veranstaltung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch ein bisschen Backstage wenigstens mitgenommen habe. Nochmal, es tut mir leid, dass ich nicht kämpfen konnte. Ich hätte super gern gekämpft. Aber Gott sei Dank hat wenigstens mein Teammate Osama gewonnen. Und alles Weitere wird sich klären. Ich werde jetzt mit meinem Trainer sprechen, wann der nächste Fight ansteht. Hoffentlich schon im Juni. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Und ja, ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß damit. Euer Michael Smolik. Haut rein. Peace out.